Peter, kannst du eigentlich Crusader Kings 2? Crusader Kings? Oh, nicht so wirklich. Ihr könnt meine Multiplayer-Runde von damals mal wiederholen. Die riecht richtig gut. Ah, das war. Wobei der zweite Teil ist echt grauenhaft. Kaufen wir mal den dritten Teil, damit ich gucken kann, ob der was da. Das Manische Reich marschiert wieder. Gegen Serbien und Bosnien, vielleicht gewinnt sie. Oh! Das geht. Polen kämpft gegen hier Moskau und gewinnt. Scheinbar. Boah, also das wird ein Hardcore-Polen hier. Ach so. Moskau ist dann schon irgendwo anders involviert, deswegen. Verstehe, verstehe, verstehe. So, ich habe schon Absolutismus, ich nicht. Ach. Ich darf schon zwei freie Lichtlinien einfach mal so haben. Geil. Moment, kurz mal was gucken. Krise in Georgien. Klingt irgendwie makaber, ne, wenn man heutzutage dran denkt. Ich hab's auch gerade gedacht. So, ja? Hat bestimmt was mit Russland zu tun. Was machen die Russen denn da schon wieder in Georgien? Weiß ich nicht. Was haben sie beim letzten Mal gemacht? So. Ah, ich muss jemanden beleidigen. Wen muss ich denn beleidigen? Venedig? Ich muss Venedig beleidigen. Nee, Venedig geht nicht. Dann Geomea. Ich muss Geomea beleidigen. Ich habe leider keine positive Prestige, sonst können die sich spöttisch beleidigen. Karawaneneinfluss plus 25%. Ich glaube, Karawanen hat man nicht so viel in Europa, oder? Mhm. Aufstieg von Böhmen so langsam. Oh geil. Leonardo da Vinci. Kann ich mir nicht leisten, aber hey. Dann dauert es noch so 7 Jahre. Gönne ich mir noch die Ökumene. Ach, warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Kann man sich schon mal so eine Ökumene gönnen? Weiß nicht, Schweiz nicht so geil, glaube ich. Schweiz einfach mal nicht so geil.
Oh ja. Chat ist tot wie immer. Ah, Bologna. Ich glaube, das war dann die ganze Koalition. Das war die ganze Koalition. Perfekt. So, Mailand kann man bald mal reinschlagen. Kann jetzt schon reinschlagen. So ein Hass hat auf das Land. Mann, Mann, Mann. Ja, nee, das ist generell so meine Einstellung. Letztens Frau getroffen, hast du reingeschlagen. Die neue Killerspieldebatte EU4 führt dieses. Formt dieses Land Imperialisten und Nazis. Ja, Stellar ist es ja auch, dass du da damit um Genozid begehen kannst. Ja. Seit es Hearts of Iron gibt, wird die AfD stärker. Dann gibt's die AfD, glaube ich, noch gar nicht. Aber ja. Ich habe mir mal so alte Videos angeguckt, damals sind die Berichte über Killerspiele damals in den 2000ern, ey, das war schon wild. Was da alles so aus dem Zusammenhang so gezogen wurde, ey. Ja, Zusammenhang so gewählt. Irgendwelche möchte gern Experten, die noch nie ein Spiel gespielt haben, weißt du? So, das gesehen, wo dieser angebliche Experte für Kinderschutz drin war, der in Wirklichkeit Software zum Blocken von Programmen verkauft hat und sein Programm beworben hat. Damit Kinder sicher sind. War auch wild. Ah, das passiert halt, wenn Leute über Themen reden, von die wirklich keinen Schimmer haben. Würde ich nie tun. Ich rede nur über Themen, über die ich Ahnung habe. Ja. Und ich habe in sehr vielen Themen Ahnung. Deswegen rede ich auch so viel. Ich würde jetzt gerne Mailand angreifen. Lass mal den Krieg beenden. Besetzte Provinzen? Ich habe noch gar keine besetzten Provinzen, was? Österreich, ach. Nicht viel passiert, obwohl die Friedensverträge mit Aragorn ausgelaufen sind. Hätte irgendwie erwartet, dass die da unten vielleicht mal angreifen oder so. Schade, kein Andalusien. Kein Ding. Polen wächst gleich, glaube ich. Ja, ich gehe mal noch nicht. Einfach mal, warum ist das mal Reich hier oben? Achso, die kämpfen gegen Mantua. Es war sehr wichtig, dass sie ganz nach da oben laufen. Das ist halt wieder 50.000 Mann, die sie da haben. Österreich verliert gleich seine Hauptstadt. Jetzt mal hier beeilen. Tun. Natur hat nämlich gerade keinen Bock, mir zu helfen. Mailand ist auch noch technisch näher. Das habe ich hier auch.
Irgendein Missionsziel erfüllt. Einmal verkehren statt Schweiz. Also. Okay. Steffen, mir ist eine Sendung. Kein Deal, sie ist nicht bankrott. Helft ihnen dabei, einen Krieg zu gewinnen. Schweizer Heimatgarde. Ja, so, das ist Bayern. Ich denke mir schon, warum kommt das Land da oben jetzt im Krieg her? Was soll das? Was soll denn dies? Ideal, mehr Kriege führen, ne? Ja. Erst wenn man 20 Frontenkrieg führt, geht's richtig los. Achso, das ist gar nicht mehr Venedig, das ist auch Kirchenstaat. Das ist alles der Kirchenstaat inzwischen. München in die Unabhängigkeit. Boah, hat dich ja Österreich richtig bedient, wa? Und damit hört Bayern auf zu existieren. Markus Söder ist sauer. Ja, König Markus. Verklagt mich jetzt. Cancelt mich. Ist vorbei. Er jubelt mir heimlich 51 Gramm Cannabis unter. Crystal Matt. Ja. Stellt eine vierte Pflanze hier rein. Machst du einfach gar nichts. Sie kurieren, ne? Gar nicht. So. Wie sieht's denn da aus? So, Yen gibt gleich auf. Ich hab auch nur noch so Mittelbock. Nun geht das schon ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl. Eine niedrige Vermachtprojektion, ganz klar. Ah. 79 Machtprojektion läuft. Achso, der Kirchenstaat da drüben alles besetzt, natürlich. Wie hätte es auch anders sein können? Scheiß Drecksland. Als ob ich dem Kirchenstaat das Zeug gebe. Ja. Ich muss noch ein Jahr warten. Sonst wäre die Koalition mit mir auf jeden Fall zu groß. Aber wenn ich noch ein Jahr warte, lässt sie sich vielleicht mitarbeiten.
Aber ja, vermutlich ein Ketzer lassen verbrennen oder so. Weiß nicht. Ja. Ja, einfach Stempel drauf, passt gar nicht. Einfach mal in so einen Teich testen. Taucht sie wieder auf, ist in der Hexe. Schneide den Kopf ab, wenn er zusammenwächst, war sie eine Hexe. Ja. Ordnung wiederhergestellt in Georgien. Ach, Russland hat gewonnen. Russland hat eingegriffen. Ja. Aber gut, die haben gerade andere Probleme. Moskau, Polen, Litauen. Plus 77. Ein bisschen problematisch, sag ich mal. Ja. Für Moskau. So, technisch gesehen, ja, 5 Jahre, aber auf der anderen Seite. Ich hätte gern das Ding durch. Was bekomme ich denn dafür? Loyalitätsgleichgewicht Bürger plus 10. Provinz plus 10, ja. Ich würde gern Frieden machen, aber. Das Jahr muss ich auf jeden Fall noch warten, sonst wird das gar nichts. Oder ich verzichte auf was, aber das will ja auch keiner. Man muss auch einfach mal sinnlos weiter Krieg führen, auch wenn nicht mehr gekämpft wird. Wow, hat sich ja Polen was genommen, wa? Boah, jetzt haben die Ansprüche auf Böhm. Ah, geil. Was ist da los? Schweden. Was machen die denn? Burgund. Ich glaube, ja, Brunnen hat angegriffen. Der Schweden wurde mit reingeworfen, keine Ahnung. Weiß nicht, was Burgund da macht und warum das noch existiert. Weil Frankreich keinen Bock hat. Deswegen. So mächtige Verbündete haben die doch gar nicht. Wir haben Schweden. Also Burgund meinst du, ja. Keine Ahnung, was die machen. Katastrophe, was haben wir da? Interne Konflikte. Stabilität weniger als 0, Wundenniveau größer als 1. Ja. Okay. Ja, wird eh aktiv. Wundenniveau ist Unruhe oder? Weiß nicht so genau. Ruf nach Frieden. Eieiei. Warum überhaupt? Es wird nicht mal gekämpft, Leute. Und diese 68. Was? Diese 68er Bewegung. Auch völlig nutzlos. Das heißt, ein bisschen Geld sparen, damit ich Norwegen die Provinzen abkaufen kann. Ich brauche erstmal einen neuen, neuen Steuereintreiber, klar. Wir machen jetzt einen Steuertest. Zahlst heute ein 10 auf all deine Einnahmen und morgen und übermorgen. Ich
Ja, drück's mir rein, Spiel, komm. Ich will doch auch Frieden machen, aber es geht halt nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, dieses Spiel. Kriegssteuer. Kostet nichts mehr. Hochzeit. Zweimal Krieg kann ich noch voll von profitieren. An nächster Stufe kann ich so Monarchie werden, wenn ich möchte. Ja, aber will das schon. Das gibt's doch nicht, sie sind immer noch dabei. Was mit mir? Das ist gar nichts. Das ist zu viel. Ich hab Delfino gehört. Das ist zu viel, leider. Das kann mir nicht. Ach, zu viel, sorry. Ja, das eskaliert ja auch, wenn ich das mache. Scheiße.